Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Multi-Mine. Minecraft Multi-Mine? Ja, war sogar richtig, glaube ich. Minecraft Mega Mine, glaube ich. Minecraft Mega Mine. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich weiß nur, dass es Ist MMM doch heißt. besser so. Willkommen zurück, ne? Und so, das ist ja hier alles ganz schön, ist es. Geht so? Was? Brennt der Ofen noch? Ja, aber da ist nicht genug Kohle So, drin. unsere ganzen Tiere sind gefahren. Kurzes Status-Update, während der, während die Part, während er seinen Part-Ordner gechanged hat, habe ich noch die beiden Schweine hier verkuppelt und dann ist ein Baby entstanden, was mich anguckt. Und wir haben auch noch ein Was mich anguckt. Babyschaf und ein Schaf, aber ich habe vergessen, ich habe das andere Schaf ist da, das ist ja entkommen, weil der werte Fisch meint ja, nee, wir müssen Freddy sammeln, weil das Gehege offen ist. Das ist unnötig. Ja, finde ich auch. Und jetzt sammle ich hier noch ein bisschen Essen und Jörg ist immer noch in der Mine, glaube ich. Da bin ich. Ja, also. Juppe. So, und ich habe jetzt wieder mal ein paar Blocks gebaut und sich so ein Steinziegeldach zu craften. Nein, so, sich so ein Ziegeldach zu craften ist todesteuer an Clay. Und deshalb mache ich es eigentlich auch nur. Wir sollten uns demnächst mal auch auf Suche nach Kühen machen. Ja, sollten wir. Wer ist da gerade reingekommen? Schafi wahrscheinlich. Na, oh, ich hasse das Schaf. Ich liebe dieses Schaf. Ah, oh, du Es bist wird das, jetzt. okay. Es wird gerade dunkel und ich krieg. Nee, es wird nicht dunkel, es sah so aus. Welches ist das dunkelste Holz? Kiefernholz, ne? Glaube Kiefernholz, so Tropenholz ist Tro. nicht so dunkel. Beim Tropenholz. Dias. Dias sind das dunkelste Holz. Okay, danke, danke Nein, ich Jörg. glaube, er hat Dias gefunden. Ach, wirklich? Nee, glaube ich eigentlich nicht. Also das heißt, Ich brauche einfach nur ein paar Jungle Wood Treppen. Nee. Sieht mit Jungle Wood sieht das Kaubon, die haben wir scheiße aus aus. dem Dingsbiom geklaut. Was? Kaubon, die haben wir aus dem Dingsbiom geklaut. Oh, unser Schaf ist groß geworden. Jetzt schon? Na gut, Wir ich wachsen baue jetzt schnell, erstmal. wa? Ja? Womit Schaf? Schaf 2! Dolly! Toll. Ich habe eine kleine Kakaofarm, also ich habe bisschen Kakao angebaut. Wow, 12 Dias. Alter, übertreib halt maßlos. Ich gehe mal kurz zu Jörg in die Mine und zeig mal, was er da so macht. Du klaust mal kurz die Dias. Wahrscheinlich. Nein, manchmal. Asi. 12 Dias, das heißt, Diamantspitzhacke für jeden von uns. Freddy? Ahoi. Wollen wir Spitzdächer oder? Deine Entscheidung. Okay. Das ist eine gute Idee. Wie tief er einfach schon gegraben hat. Er ist halt er, ne? Okay. Oh, er hat Redstone. Ich hab todeslange kein Dach mehr gebaut. Danke. Danke. Er hat mir drei Dias hingeworfen. Dias. Ja, ich wollte ein bisschen Englisch sein. Ich Ah. dachte, wäre cool, aber es war nicht cool. Sorry, Such Leute. Kirschi. Nicht mal such fag, such kirschi. Okay, das ist jetzt aber falsch. Moment. Ich muss gerade gucken, wie ich das Haus baue. Das Dach, Entschuldigung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus dem Projekt fliegen. Scheiße, Mann. Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, wenn er sich deswegen einpisst. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen ihn. Ich finde seine Einstellung ein bisschen anstrengend. Und Wie so la wie weiter. woran merkt man, dass sie fertig sind? Was? Ja, die werden Die rot. Viecher hier. Dunkelbraun oder irgendwie. Ja, so dunkelbraun-rot. Mäßig. Like a Kirschi halt. Ja! Oh, manchmal hasse ich mein. Ich hab die Rosen kaputt gemacht! Bist du auf die Rose von diesem kaputt gegangen? Ich hab mit einer Hier. Spitzhacke draufgehauen. Ja. Ich hab dein ganzes Rosenabgebot hier hin angepflanzt, das ich vorher schon nicht wollte. Es wird übrigens langsam dunkel, das heißt, du könntest auch wieder nach oben können, damit wir gleich pennen gehen können, Jörg. Wenn das okay für dich ist. Haben wir noch. Ja, okay, wir haben noch genug Eichenholz. Ich mal ein bisschen verarbeitetes Holz. Verarbeitungsholz. Verarbeitetes Holz. Ja, mach mal. Ich habe auch schon noch ein bisschen auf Tasche. Ein Stack. Dann mache ich aus den hier, mach ich mal 40 Sticks. Gut, die ist falsch gesetzt.
Wir können dann auch bald nur normal, also eine richtige Farm anfangen mit Redstone. Ich denke, die wolltest du nicht. Kannst du mir mal, erstmal nicht, 4 unverarbeitete Holz mitbringen? Welche? Oak. Normale? Oak, Oak. Was wollte ich noch machen? Super, danke. Das wäre total nett von dir, wer das wäre. Wie soll ich da hochkommen? Du kannst einfach unten hinschmeißen. Ich muss hier gleich wieder hoch. Hier versucht es, uns hier hochzuschmeißen, das hat nicht geklappt. Dafür musst du Skill haben. Nein! Ah, ich hasse Treppensetzen übrigens! Seit gewissen, warum eigentlich? Weil es seit gewissen neuen Minecraft-Version ein bisschen buggy ist. Oder besser gesagt, nicht buggy, aber ein bisschen schwieriger. Jörg, bist du auch schon im Haus? Nein, dann kann ich ja Freddy in die Fresse wichsen. Ach, hier kommt jetzt auch. Ja, die Wände sind langsam rot. Ich wollte noch mal ein paar Tore rein, damit wir besser raus und reinkommen. Freddy, schlafen. Ich will nur das kurz noch das Tor setzen. Na los, Jörg. Aua! Hasi. Oh, er kotzt mir. Die ist hin. Get an achievement. Na los. Oh ja. Ja, ja, geil. Ja, ja, so lässig. Könnt ihr bitte euch einfach ins Bett legen? Er lag schon. Es wird einfach alt. So. So ist lässig. Oh, 3 Diamanten, geil. Was mache ich damit nur? Machst du wie Kirschi und craftet der von Schuhe? Ja, hab ich auch gedacht, aber man kann nicht mal aus 3 Diamanten Schuhe craften. Ja, zum Glück. Ja, hast du die, ne, ich hab die Holz wieder eingesammelt, zumindest die Hälfte davon. Wovon? Da. Hier, na. Du bist so schlecht, ich meine, du musst doch nur so werfen. Das hab ich gemacht, das ging nicht. Jörg, was klaust du da? Ich hab den nächsten Rosenbusch abgebaut! Okay, während ich am Haus arbeite, sollte ich keine Rosen pflanzen. Erstens, sie tun weh. Alter, ich muss hier todesviele Zauntore reinbauen. Hashtag läuft. Ein bisschen Stein nehmen wir jetzt auch noch mit. Also, wie ihr schon merkt, wir sind komplett ungeordnet. Jeder macht eigentlich, was er will. Sonst wär's ja auch nur halb so lustig. Keiner macht das eigentlich, was wir planen, wirklich? Ist ja langweilig. Ich mache jetzt gerade halbwegs geplant, ich arbeite an der Stadt. Ihr beide macht nie, ja, ist doch alles geplant, gut. Dass wir erstmal jetzt unser Beat ausweiten und irgendwie mal was schaffen, aber nein. Einer geht von uns in die Mine, einer baut die ganze Zeit irgendwas zu essen ab. Ja, ist doch gut, wir brauchen was zu essen, wir brauchen die Mine. Ich habe 57 Eisen auf Grill. Auf Grill, oh, lecker. Gibt sie dann im Kebab, oder... Kann man auch an den unteren Stumpf versetzen, dann geht das nicht. Hm, kann man ja. Bringt das was? Ja, klar. Dip di dip di dip di 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 di. Man kann Cookies rausmachen. Die bringen ganz gut Leben, glaube ich. Was sinnvoll. Die bringen ein halbes Leben oder so, da wurden die schon verbessert. Ich weiß es nicht. Ich habe es nie ausprobiert. Ich heiß nur, dass die Kürbiskuchen todesviel bringen. Ja, ich weiß. Ach, der Kürbis wollte ich noch anbauen. Ich habe das heute bei jemandem gesehen, wo ich geguckt habe. Bei mir? Nein. Schaf, könntest du das bitte lassen? Danke. Ich dachte gerade, Schafi ist weg, Alter. Ich hatte gerade Angst um mein Leben. Wenn ich ein Schafi weg wäre. Kannst du noch zauen? Ja, 21. Kann ich hier haben? Ja, Moment. Und hier oben ist noch Eisen. Zack. Wie viele Eier wir einfach schon haben. Das Let's Play hat halt Eier. Manche nicht. Wir werden sowas von rausfliegen. Nein, das war eigentlich an andere Leute gerichtet. Ah, ich weiß an wen. Ich muss ja noch... Oh, ich hasse Craften, Alter. Ich hasse diesen verdammten... Wie macht man eine verfickte Leine? Ich hab keinen Plan. Ernsthaft. Mensch, ich glaube, ich weiß das. Ich kenne das Spiel doch selber kaum. Überfordern. Hä? Besser als ich in dem Spiel. Ich kenne einfach nur ein paar alte Crafting-Rezepte. Die ganzen neuen kenne ich schon nur noch, wenn überhaupt, über irgendwelche LPs. So, ich meine, wann haben wir das letzte Mal Minecraft Let's Played? Also du gar nicht mal so vor so langer Zeit mit Kirschi, aber... Ja, sag mal ich.
vor 1200 Jahren oder so. Damals, als die Erde in die Sonne stürzte. Was? Hast du keine Ahnung. Ich hoffe, das ist gut los. Oh. Gab's da nicht irgendwie so ein Mod, dass man das so alles sehen konnte? Ja. Wäre schön, wenn der dann wäre. Ja, den fände ich zum Beispiel unnötig. Ich fände es sehr schön, wenn Creeper keinen Schaden machen würden. Oh. Wenn du das verfickte Schaf einfach mal aus der Tür rauskriegst. Nein, das darf da nicht rein. Das darf da nicht raus. Ja, aber ich will es aus der Tür rausbekommen nur. Das soll ja noch in unserem Haus bleiben, ne? Eben. Das ist ja unser Hausschaf. So, Schwein, wie geht's euch denn? Wollt ihr was zu essen? Guck mal hier. Dann wird das hier noch ab. Okay, ich wollte gerade fragen, ob wir schon Lightstones haben, aber die Frage erübrigt sich. Was ist Lightstone? Das Zeug, was es im Nether gibt. Ach, Glowstone oder wie der heißt? Ja, Lightstone. Ach nee, Lightstone. Nein, war Glowstone, ganz anders. Ich bin mir sicher, dass es so heißt. Ja, heißt Glowstone. Ich weiß das. Hä? Ich weiß das ja auch. Oh, mich juckt's. Minz, kurz mal. Ah, oh, geil. Ja, was brauchte ich nochmal? Weiß ich nicht. Ich bin deutlich dafür. Du hast den Eimer dabei, oder? Den brauche ich gerade. Shit. Nein, Schaf, du darfst nicht raus. Ich baue uns mal einen zweiten Eimer. Ja, wir haben ja dezent viel Eisen jetzt. Wolltest du dann Seen packen? Nein. Was dann? Ein See. Wo krieg ich Wasser her? Ach, bei dir raus, okay. Nein, bitte nicht. Ich hab eine viel bessere Idee. Sonst machst du fließendes Wasser da raus. Moment, Freddy, wenn du so abgräbst, nein, dann machst du kein fließendes Wasser. Wie, wenn ich wie abgrabe? Wenn du zwei stehende Wasser daneben hast. Was glaubst du, wie eine unendliche Wasserquelle funktioniert, Freddy? Jedenfalls nicht so, wie du es mir gesagt hast. Doch. Bin ich mir sicher. Guck so. Ich kenne die unendliche Wasserquelle nur mit einem Viererteil. Die geht auch mit einem Dreierteil. Ja, das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Okay. Ja, der Teich sieht jetzt ein bisschen scheiße aus. Dreier ist besser. Ja, ich finde es nicht so gut, weil du nicht überall Wasser rausnehmen kannst. Ich finde Dreier manchmal ein bisschen stressig, weil ich dann meistens den abgrabe, der nicht abgegraben werden darf. Ich wollte eigentlich nur ein Lilipad loswerden. Okay, dann mach ich das wie? Überall Wasser. Ach ja, Lilipads werden ja immer in eine Richtung geplantet. Ja? Lilipads werden ja immer in eine Richtung geplantet, abhängig von der X- und Z-Koordinate. Ach so, ja. Ja, aber Jörg, ein Vierer ist auch ganz gut. Ja, Schwert geht am schnellsten. Sicherlich. Fuck, ich feier das Projekt Todes. Nicht wegen dem Projekt. Oh, es laggt. Oh, was ist denn los? Was ist denn los, Alter? Dann mache ich jetzt hier noch Wasser hin. Jetzt geht's wieder. Nee, Moment. Wie weit reicht Wasser nochmal? Vier Blöcke? Freddy, ich kann nicht. Ja, vier. Oh, laggt das, Alter. Eins, zwei, drei, vier. Ich werde die ganze Zeit zurückportiert. Wurde ich vielleicht von der Whitelist gestrichen? Wahrscheinlich. Ich kann nicht laufen. Ja, es hat sich auch. Siehst du das? Ich muss ein bisschen stehen bleiben und warten. Ach man, nee, das war dumm. Das hier, die sind ausgereift. Ja, ich bin hier nur gerade am anderen. Ich bin hier nur gerade am Arbeiten. Also, du meinst, bis hierhin reicht das Wasser nicht. Das ist nicht sinnvoll. Was? Dass du die direkt an der Kante gesetzt hast. Wieso? Weil du dadurch auf zwei Seiten keine Dinge anbauen kannst. Leider, dass ich lebe. Wenn wir sie abbauen, ne? Nein, kannst du aufgebaut lassen, ist mir egal. Ich kann's auch. Ne, ich mach's jetzt weg. Was sind das hier? Kürbisse? Kürben? Nee, Entschuldigung. Das sind jetzt Kürbisse. Aber die wachsen auch auf Ackerland, also kein Ding. Ja, aber ich find's so schöner. Moment, ne, bis hier geht das Wasser nicht mehr. Da muss ich irgendwo noch Wasserquelle entsetzen. Ich mach hier einfach noch einen kleinen See hin, okay? Das ist mir egal. Okay,
Okay, dann mach ich den jetzt hier. Wieder Dias. Oh, ich komme jetzt zu ihm in die Mine. Warte, kurz das Diamantschwert zücken. Jörg, ich möchte dich besuchen. Du hast ein Diamantschwert gemacht? Nein. Ah, du. Also, ich muss ja das so machen. Und hier ist dumm. Und ja, ich mach das trotzdem so, wie ich nicht machen soll, weil ich einfach YOLO-Swagger bin. Das ist, Freddy, das ist okay. Jörg, wo bist du? Ich möchte mal Hallo sagen. Dir was Neues zeigen. Sag mal, weißt du, wie viel Schaden ein Diamantschwert macht? Ich nämlich nicht. Kann ich mal testen? Ja, genau das. Jörg! Ich sehe dich doch da hinten. Oh, er hat ein Diamantschwert. Ich hau jetzt lieber ab. Ich hab doch nur ein Steinschwert. Ich glaube, du wolltest wissen, wie viel Schaden ein Diamantschwert macht. Kann erst dir ja zeigen. Griefer. Griefer. Oh! Ja, mich. Er verfolgt mich. Lass das. Jörg, ich habe hier eine... Ich kann die Rosenbüschel natürlich unten nicht planten. Wartest du kurz? Wartest du ganz kurz? Warte. Dann kann ich hier auch noch welche hinplanten. Das... Danke, Freddy. Shit. Jörg, du kannst da nicht durchgehen. Du weißt als Gärtner, wie das ist. Durch, das ist doof. Ne? Da hast du alle Kakaobohnen eingesammelt? Guck mal, hier sind Rosen. Ich hab jetzt Jörg eingesperrt. Er hat die Rosen kaputt gemacht. Okay, ich komm her. Alter. Okay, Jörg hat eine Höhle gefunden. Alter, WTF, was ist das denn? Was ist was? Ja, fick die Wand. Was denn? Na, ja, nichts. Wow. Es wird übrigens Nacht, könnt ihr gleich hochkommen? Ist grad schlecht. Wieso? Weiß nicht, weil hier eine riesige Höhle ist vielleicht. Habt ihr den Ender Dragon gefunden? Nein. Ich hole gerade Redstone hier ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht alles abbauen. Doch, ich habe eine Silberspitzhacke sogar schon. Habe ich hier gerade eine Mine gesehen? Nein, okay. Textur von dem Holz war einfach nur gerade da. Ja, komm, wir gehen nach oben. Erstmal mit Freddy pennen gehen. Er steht in den Rosen. Ich glaube, er haut mich jetzt. Wir können demnächst, glaube ich, mal Hühner schlachten. Mach du das. Du bist der Schlachter. Wir haben ein paar viele. Oh, Jörg läuft natürlich, um möglichst viel Essen zu verbrauchen, was ich inzwischen nicht mehr mache. Wollen wir dann demnächst auch einen Weg zur Mine bauen? Ja, klar. Ich kann damit Glenn gleich anfangen. Wie lange geht der Part eigentlich noch? Ich hab keine Ahnung. Bin doch schon ein Jahr bestimmt auf. Alter, ich finde, das macht echt Spaß. Ich hätte Bock irgendwie mal einfach so... Also wir haben jetzt... Ach du Scheiße! Was? Problem. Au, fuck. Keine Creeper bitte? Pass auf, da kommen gerade Zombies. Ich hoffe, kein Creeper bei. Ja, komm rein. Da ist ein Zombie mit Lederrüstung. Nein. Doch, habe ich, glaube ich, sogar. Hinter dir ist ein Baby-Zombie, hinter dir ist ein Baby-Zombie. Pass auf, ich bin fast tot. Ja, ich bin gleich... Ich habe noch ein HP. Okay, jetzt sind es zwei. Okay. Ich muss laufen. Baby-Zombies sind tot auf jeden Fall. Okay, warte. Ich kann so ein bisschen kämpfen. Aber nicht mit 2 HP. Mach die Lagertür auf! Jörg! Da! Scheiße, ich geh ins normale Haus. Ich lenk sie ein bisschen ab. Mit 3 HP erstmal mit Skelett anlegen. 1 HP und tot. Moment. Alter! Was ist das für ein Geräusch? Ja, genau, mach die Tür darauf! Ja, ich wollte was essen, dann bin ich gestorben. Wir haben ein Problem. Jörg, sind das deine Sachen? Ich brauche eine Waffe. Gib mir eine Waffe.
Ja, wichtig, das war auf den ersten Slot gleich. Ja, vor allen Dingen, es lag so schlimm, man kann die Waffe nicht aufsammeln und wenn man die hat, dann ist man schon tot. Bei mir ging es gerade sogar. Sind Zombies im Haus? Ja, einer. Den konnte ich bis eben gerade nicht töten. Ich glaube, ich habe nur meine Sachen aufgehoben. Ja, ich habe auch meine. Und Jörg, kommst du bitte rein? Übrigens. Was? Könntest du jetzt bitte schnell, können wir alle bitte ins Bett gehen? Ja, warte, ich töte gerade noch einen Zombie schnell. Oh mein Gott, Alter. Okay, ich kann nicht schlafen. Jetzt kann ich schlafen. Oh fuck, Alter, war das aufregend. Ich guck mal kurz lang nach, wie lange der Plan abgeht. Ja, dabei habe ich zwei neue Nachrichten gekriegt. Ich esse die Melone und dann mittendrin komme ich irgendwie auf die Tür und dann... kannst du nicht schlafen? Ist noch was in der Nähe wieder? Wahrscheinlich. Ich habe den Timer nicht gestartet. Ja, okay, dann lass gleich aufhören. Jo, gut. Also, haut da rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Also ich kann schlafen. Jörg sagt tschüss. Okay, Jörg verabschiedet sich nicht von euch. Tschüss. Ach doch, jetzt tschüss.